Was geht ab, Freunde? Bock auf solche Nutella-Teilchen? Geht ganz easy und schmeckt pervers lecker, auch wenn meine etwas verbrannt aussehen. Alles, was wir dafür benötigen, ist natürlich Nutella, Blätterteig und Puderzucker. Und wir starten damit, indem wir erstmal etwas Mehl auf dem Tisch verteilen. Dadurch verhindern wir, dass der Blätterteig haften bleibt. Den Teig rollen wir nämlich einfach aus und legen ihn mit der Teigseite auf den Tisch. Perfekt, und das Papier können wir entfernen und wegschmeißen. Jetzt schneiden wir den Teig in 6 solcher Hälften. Und damit sie mich nicht stören, lege ich sie erstmal zur Seite und arbeite eine nach dem anderen ab. Denn jetzt kommt Nutella ins Spiel. Davon nehmen wir so viel wie wir möchten mit einem Löffel auf und legen es in der Nähe der Ecke auf dem Teig ab. Und wenn ihr genauso geschickt seid wie ich, dann benutzt ihr am besten euren Finger oder einen anderen Löffel zur Hilfe. Perfekt, also fast. Jetzt klappen wir den Teig um, so dass es ein Dreieck ergibt. Und die Perfektionisten unter uns können, wenn sie wollen, die Seiten des Teigs gerade schneiden. Und damit die Nutella später im Ofen nicht ausläuft, verschließen wir die Ränder mit einer Gabel. Sicherheitshalber von beiden Seiten. Nice, und schon ist das erste Teilchen fertig und das Ganze wiederholen wir natürlich auch mit den restlichen. Yes, schon sind wir fertig. Schade, dass es im richtigen Leben nicht so schnell geht, wie gerade im Video gezeigt, aber trotzdem ist es echt nicht aufwendig. Naja, jetzt packen wir das Ganze auf ein Backblech um. Und damit die Teilchen schön braun werden, müssen wir sie noch mit etwas Ei bestreichen, das Ei dann einfach nur in eine kleine Schüssel ausschlagen und mit einer Gabel ungefähr so vermischen. Bäm, fertig, und jetzt nur noch die Teilchen bestreichen. Dann kommen sie für ca. 10 bis 15 Minuten bei ungefähr 150 Grad in den vorgeheizten Ofen. Und da bleiben sie auch. Bis sie ungefähr so aussehen. Denn dann kann man sie rausholen und ca. 10 Minuten abkühlen lassen. Nachdem sie nämlich abkühlen, kommt noch etwas Puderzucker drauf. Auch hier könnt ihr euch übertrieben ausleben und so viel draufklatschen, wie ihr mögt. Zum Schluss dann nur noch die Teilchen auf einen anderen Teller wechseln und fertig. Das sind ohne Witz die allerbesten Nutella-Teilchen ever. Probiert es aus und lasst mich wissen, wie es euch schmeckt. Und das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt, könnt ihr es gerne liken, teilen und kommentieren oder euch weitere Videos von mir ansehen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.